Glück auf, Leute, ab geht's unter die Erde. Nachdem unser Geologe verschiedenste Vorkommen gefunden hat, können wir mit dem Bau neuer Minen beginnen. Endlich! Bevor wir die Minen bauen, kannst du dir mit einem Klick rechts oben auf den Info-Button den Geologen genauer ansehen. So, sehen wir uns das erste Vorkommen an. Kohle. Die Kohle wird verwendet, um Erz in einer Schmelzhütte zur Eisenbahn zu schmelzen. Aber wir brauchen auch Kohle, um Waffen und Rüstungen in ihrem jeweiligen Gebäude zu schmieden. Um mit unserem Blick auf die Schwerindustrie fortzufahren, schauen wir uns die verschiedensten Stufen einmal an. In der ersten Stufe, also Dorfstufe, beschäftigt die Kohlemine zwei Arbeiter, um Kohle abzubauen. Danach folgt die Kleinstadtstufe. Da wird der Untergrundabbau verfügbar und ein weiterer Arbeiter tritt dem Duo bei. Anschließend, auf Stadtstufe, beginnt ein vierter Bergmann, seine Kollegen zu unterstützen. Sind eure Spitzhacken noch in Ordnung? Dann auf geht's zur Erzmine. Erz wird für fortschrittliche Waffen und Rüstungen verwendet, die viel stärker sind als unsere ursprünglichen Knüppel und Speere. Außerdem benötigen wir Erz ebenso für Eisenwerkzeuge, die besser sind als Kupferwerkzeuge. Die Erzmine kann auf Dorfstufe errichtet werden und anschließend sorgen zwei fleißige Siedler dafür, dass wir genug Erz in unserer Siedlung haben. Anschließend, auf Kleinstadtstufe, kommt ein dritter Arbeiter hinzu und wir können mit dem Untertageabbau beginnen. Zu guter Letzt, auf Stadtstufe, tritt ein weiterer Arbeiter dem Team bei. Nun denn, widmen wir uns nun den etwas kostspieligen Dingen des Lebens zu. Alle mögen glitzernde Dinge und unsere Siedler sind da keine Ausnahme. Es ist an der Zeit zu expandieren und ein paar Silberminen und Goldminen zu bauen. Beide Ressourcen werden dazu benutzt, in der Münzprägerei Münzen herzustellen. Diese Münzen können dann auf zwei Arten verwendet werden. Zum einen könnt ihr sie dazu verwenden, eure Bevölkerung schneller zu erhöhen. Und zum anderen könnt ihr die Münzen in besonderen Lagern anhäufen, was eure Soldaten extrem motiviert, wenn sie gegnerisches Territorium angreifen, da die Münzen als Belohnung für das Besiegen des Gegners locken. Für den Bau der Silbermine muss unsere Siedlung Kleinstadtstufe erreicht haben, was auch direkt bedeutet, dass Untergrundabbau möglich ist. Die Mine kann einmal ausgebaut werden. Auf Kleinstadtstufe sind drei Arbeiter damit beschäftigt, Silber an oder unter der Oberfläche abzubauen. Und anschließend auf Stadtstufe hilft ein vierter Minenarbeiter seinen Kollegen aus. Wenn die Nachfrage nach wertvollen Metallen weiter steigt, wird es schließlich Zeit, die Goldmine zu errichten. Die Goldmine setzt voraus, dass sich eure Siedlung auf Stadtstufe befindet. Vier Arbeiter bauen dann das seltene Metall von ober- und unterirdischen Vorkommen ab. Nun seid ihr bestens gewappnet, alle Vorkommen in ganz Tavos ausfindig zu machen und abzubauen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten News-Video zu Die Siedler. Macht es gut!